Also, hallo und willkommen bei EVE Online. Ich bin der Cracky und das ist so gesehen mein erstes Let's Play. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, falls mir irgendwelche Fehler unterlaufen oder ich sonstigen Quatsch mache oder mich sehr dumm anstelle. Zu EVE Online. Das Spiel wird von CCP hergestellt und ist seit 2003 auf dem Markt. Es ist ein Weltraum-Multiplayer-Online-Rollenspiel, wie man hier wohl schwer erkennen kann. Und was wir hier sehen, das ist eigentlich schon die Ingame-Grafik. Das ist nicht vorgerendert, kein Video, sondern das ist schon die Ingame-Grafik. Was gibt es noch zu sagen? Genau, es ist... Das Spiel ist sehr komplex. Muss ich... Also ich will das gar nicht lügen. Das Spiel ist wirklich komplex. Und wenn die Anfänger oder auch jetzt halt die Leute, die schon lange spielen, irgendwelche Sachen nicht durchlesen, vor allem bei Anfängern die Tutorials, da kann man sich ganz schön reinreiten und man weiß nicht mehr weiter und gibt auch aus Frust einfach wieder auf. Ich würde euch raten, wirklich die Sachen durchzulesen, was da steht, und nicht zu überspringen, weil man denkt, hey, da steht schon das, was ich denke, was da steht, und dabei waren da irgendwelche Hinweise, zum Beispiel gegen wen man kämpft oder solche Sachen. Gut, ich werde mich jetzt da gleich einloggen und dann sehen wir uns gleich in der Charaktererstellung wieder. So, jetzt sind wir in der Auswahl und oder eher in der Charaktererstellung drin. Gleich zum Anfang hat man die Auswahl der Rasse. Wir haben vier Rassen zur Verfügung. Das sind die Kaldari, Minmatar, Amar und Galente. Die Rassen haben alle verschiedene Attribute und sind für verschiedene Kämpfe ausgelegt, haben auch alle komplett eigene Schiffsdesigns und auch eigene Regionen im Universum, wie man sieht. Hier ist auch markiert. Inwiefern es noch stimmt, bin ich nicht sicher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Karte immer aktualisiert wird. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir hier die Kaldari, die spiele ich schon seit 2005. Kaldari ist ausgelegt für Kämpfe mit Missiles, also mit Raketen, einfach weil sie einen Bonus auf den Schaden haben und also ein Schaden mit Raketen und auch viel mehr Raketenwerfer auf das Schiff fitten, also equippen können quasi. Fitten, also das Fitting ist die Ausrüstung, also das Schiff ausrüsten heißt Fitting. Fitting. Gut, wir haben dann die nächste wäre Minmatar. Minmatar ist ja ausgelegt für Projektilwaffen. Auch einfach, weil sie mehr Schaden machen und schneller schießen können als andere Klassen. Also so gesehen kann jede Klasse kann mit der anderen mit dem anderen Waffentypus schießen und umgehen, wenn man die Skills erlernt hat. Aber die verschiedenen Rassen haben eben die vorzügigen Bonus, die man auch ausnutzen sollte. Amar ist eher für Laserkämpfe ausgelegt, weil sie mehr Kapazität, also Energiespeicher haben und auch mehr Schaden mit Laserwaffen machen. Und Galente war für hybride Waffen ausgelegt. Die Kaldari und Minmatar, oder eher gesagt die Missiles, also Raketen und die Projektilwaffen sind die einzigen Waffen, die jeden Schadenstypus herstellen können, also verursachen können. Das heißt, sie können sowohl kinetischen, aber auch elektromagnetischen, explosiven und auch thermalen Schaden machen. Was sehr wichtig ist, weil man sich auf die verschiedenen Gegner einstellen kann oder auch beim einzigen Gegner erstmal mit EM durch sein Schild sich durchfrisst und dann auf kinetischen oder explosiven umschaltet, also Munition umschaltet, um sich so durch seine Panzerung zu fressen, solche Sachen. Und nur die Projektilwaffen und die Raketen haben das. Alle vier Schadenstypen. Amar, also mit seinen Lasern, kann nur
elektromagnetischen und thermalen Schaden machen, was natürlich sehr gut geeignet ist, um sich durch Schilde zu fressen, aber nicht wirklich überragend viel durch die Panzerung kommt. Man macht trotzdem noch Schaden, so ist es nicht. Man macht noch immer Schaden, genug Schaden, wenn man gut ist. Aber man hat eben eher Vorteile, durch den Schild zu kommen. Und die hybriden Waffen, die verursachen Hybrid, Moment, überlege gerade, hybride Waffen hatten, verdammt, genau, die müssten kinetischen und thermalen Schaden haben. Ja, genau. Also die sind eher dafür da, dass sie durch die Struktur und durch die Panzerung des Schiffs durchgehen, aber mit dem Schild haben sie erstmal zu kämpfen. Auch wenn sie mal durch sind. Gut, da ich gerade schon zu lange gespielt habe und jetzt nicht wirklich alles neu machen möchte, wo ich aber alles schon weiß, fange ich Minmatar an. Minmatar, weil einfach hier nochmal diese vier Schadenstypen gegeben sind. Und ich mag sehr flexibel bleiben. Daher wähle ich die Minmatar. Gehe auf Weiter. Okay, jetzt kommen wir zur Blutlinie. Bis März 2009 hat es wirklich nur was ausgemacht, welche Blutlinie man nimmt, weil jede Blutlinie von der jeweiligen Rasse hatte eigene Attribute und Vorteile gegenüber der anderen Blutlinie, was das Erlernen des Skills angeht. Weil je nachdem, welche Attribute man hatte, hat man den einen Typus vom Skill schneller erlernt und den anderen Typus eben langsamer. Seit dem Patch 2009 haben sie das Spiel sehr noob-freundlich gemacht. Also wirklich die Anfänger, die haben jetzt ein so relativ leichtes Spiel im Vergleich zu damals, wie ich mich jetzt noch erinnere. Also die Erlernungskurve oder die Anforderungen vom Spiel an den Spieler sind noch immer immens hoch. So ist es nicht. Also man kann es nicht verschweigen. Aber trotzdem ist das Spiel um einiges einfacher geworden im Vergleich zu früher. So, jetzt haben wir die Auswahl der Blutlinie. Hier hat man eigentlich nur die Unterschiede, was das Aussehen angeht. Hier hat man eher die muskulöseren Körperbau eben. Sind robust. Und die anderen zwei. Ich werde den hier nehmen. Ich muss gleich sagen, ich habe schon einen Charakter erstellt, habe aber das Let's Play verunstaltet und ist nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich werde den Charakter später jetzt gleich dann weiter benutzen. Und ihr dürft erstmal den Charakter erstellen. Also die Charakterstellung überlasse ich wirklich den Leuten, die es spielen. Weil ich will nicht alles wirklich irgendwie spoilern. Man kann da so viele verschiedene Sachen einstellen. Es erinnert mich ein bisschen an die Möglichkeiten von Sims 3. Also es ist jetzt keine Fremdwerbung, sondern wirklich die Charakterstellung von EVE Online hat sich sehr krass an Sims 3 angepasst, was die Möglichkeiten angeht, oder der Veränderung, was körperliches Aussehen angeht. Und das finde ich schon genial, muss ich sagen. Früher war es nicht so. So, okay, jetzt klicke ich auf Weiter und wir sehen uns dann direkt in der Charakterauswahl. Oder eher in-game. Genau, wir sehen uns erstmal in-game. Soweit ich weiß, ja. Okay, bis gleich. So, also wir sind jetzt in der Charakterauswahl. Und wir klicken gleich auf meinen Charakter. Der heißt, also das ist der davor erstellt wurde. Das ist Desynct. Also das ist eigentlich ein zusammenhängender Name. Wenn man ihn zusammenstellt, ergibt er meinen echten Charakternamen, den ich schon seit 2005 spiele. Und weil mich hier in-game die meisten Desy oder im Teamspeak nennen, habe ich ihn einfach NCD gemacht genannt. Hier haben wir auch gleich die Übersicht, was den Charakter angeht, was er alles aktiv hat und was er macht und wo er ist.
Hier sehen wir, dass er 55.000 Skillpunkte hat. Die sind halt schon vorgegeben. Wir haben 5.000 ISK. Das ist die Währung im Spiel, interstellare Credits, mit denen wird auch eben gehandelt. Aur war, glaube ich, irgendwas mit Cash-Items oder sonst was, was nicht wirklich benutzt wird, wenn mich nicht täusche, ist auch egal. Und Security-Status, dem komme ich noch, also 0.0 ist halt neutral und ist derzeit unwichtig, noch unwichtig. Und gleich sehen wir auch, wo wir sind. Das ist in Amold 5. Okay, gut. Und mein aktives Schiff ist die Kapsel, also Kapsel Pod. Okay, wir gehen jetzt gleich in-game. So, genau, was gibt es noch zu erzählen zu Eve? Eve Online besteht, also das ganze Universum ist in Regionen unterteilt. Mal gesehen. Welcome Diese. to your new life. Oh, Moment, My Moment. name is Aura. Eve nervt mich I jetzt have gerade. been installed via neural Ach visual komm. uplinks and embedded Red within nicht your so viel. neocortex. I will always be Oh, here. wieso ist so laut? My primary role is to Okay, ich habe es assist gerade whenever you runtergedreht, weil need sie mich me. nervt. Nochmal. Also, die Regionen bestehen aus Konstellationen, also Sternenkonstellationen. Und die Konstellationen bestehen aus Systemen. In Eve Online sind derzeit mehr als 7.500 Systeme, Sternensysteme, also Sonnensysteme quasi. Ne, Sternensysteme sind eigentlich, nicht Sonnensysteme, Sternensysteme. Und davon sind circa 2.500 Wurmlöcher, also Wurmlochsysteme, die man so nicht direkt anspringen kann, sondern man muss halt die Koordinaten wissen. Vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir hier das Let's Play so weit aus machen, austragen werden. Schön. Gleich vorweg. Ihr solltet oder ihr, ich ja, ich habe schon umgestellt, ihr solltet das Spiel gleich von vorn weg auf Englisch umstellen. Weil A, die Übersetzungen nicht wirklich überzeugend sind zu Deutsch. Und B, die ganzen Stimmen viel besser klingen, also die Originalstimmen der NPCs oder Tutorials und einfach von der Spielmechanik, von der Welt, wo es gesagt wird, klingt auf Englisch einfach viel besser. Und dann der wichtigste Punkt. Die Hauptsprachen in jedem Spiel bei EVE Online sind Englisch und lustigerweise Russisch, weil einfach sehr viele Leute aus dem russischen Raum kommen. Sollte euch nicht stören eigentlich das Russische, weil die haben eigene Channels und die stören keinen und wir stören sie nicht. Aber wir kämpfen gegen sie. So, wie man die Sprache umstellt. Die Sprache kann man nicht umstellen, wenn man im Login-Screen ist, sondern wirklich, wenn man sich schon eingeloggt hat, da kann man erstmal die Sprache umstellen. Da drückt man einfach die Escape-Taste. Dann landet man in diesem Menü hier. Geht man auf Sprache, Language. Und da hat man die Auswahl zwischen Englisch, Russisch, Deutsch und Japanisch. Ihr müsst es jetzt auf Deutsch haben. Stellt bitte auf Englisch. Ich glaube, dann werdet ihr neu starten müssen. Bin mir gerade nicht sicher. Genau, weswegen noch Englisch ausgewählt werden sollte, das ist einfach die Kommunikation mit anderen Spielern. Viele Sachen sind übersetzt und wenn man dann mit anderen Leuten, vor allem mit anderen Leuten im Chat kommunizieren möchte, handeln möchte oder eher Hilfe fragen möchte im Sinne von, hey, ich bin da und da und ich muss das machen, wie komme ich weiter? Ihr habt teilweise wirklich nur die deutschen Namen dann von dem Quest zum Beispiel. Und ja, die Leute werden nicht wissen, was ihr eigentlich von denen wollt. Und ehrlich gesagt, man sollte soweit Englisch verstehen, dass man hier klarkommt. Weil Englisch ist trotzdem eine Weltsprache und
Dabei soll es bleiben, ehrlich. Okay, gut. Bei den Settings, bei den Einstellungen kann man eigentlich alles einstellen, was man möchte. Man hat eine sehr große Auswahl an Modifikationen, sehr sinnvollen. Die Musik stellen die meisten von uns zurück, weil es zu laut ist und monoton ist. Ich glaube, es sind nur 12 oder 14 Tracks, die immer wieder durchspielen. Ich weiß nicht, warum es nur so wenige sind. Man kann aber, muss ich gleich sagen, es gibt eine Jukebox. Man kann sich die Playlisten mit eigenen MP3s oder was, OGG-Files, bin mir gerade nicht sicher. Man kann auf jeden Fall eigene Playlists erstellen und sie in-game abspielen lassen. Dazu komme ich vielleicht später, wenn mir langweilig ist. So, also das sehen wir, nachdem wir uns eingeloggt haben und vielleicht die Sprache auf Englisch gestellt haben. Ich würde mich einfach hier kurz umsehen und zeigen, das sind die Kapitänsquartiere. Also das ist das Quartier vom Kapitän. Die haben keine Möglichkeit eingebaut, um schnell zu rennen. Hier befindet sich ein Spiegel, in dem man auch die Kleidung nochmal anpassen kann. Die körperlichen Eigenschaften, die man eingestellt hat, zum Beispiel ob er dick oder dünn ist und so weiter, kann man nicht mehr einfach so ändern. Aber die Kleidung kann man auch immer ändern. Das ist schon mal was. Ich glaube, hier konnte man sich legen oder nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist. Oh, meine Maus reagiert viel zu schnell. Das ist viel zu. Ne, ist viel zu schnell. Egal. Hier haben wir ein Display. Es gibt sogar ein Trick, wie man auf diesem Display eigene Filme abspielen lassen kann. Schlüsselwort wäre dafür Big Movies, also BIK, glaube BIK war es. Man muss halt die Filme konvertieren in das Format und dann in einen speziellen Ordner werfen und da kann man sich hinsetzen. Ich glaube, man kann sich mal hinsetzen. Toll. Auf jeden Fall werden hier die Filme abgespielt. Braucht man nicht, will man nicht. Ansonsten werden hier sehr oft die Infos angezeigt, was die Kämpfe angeht oder welche Events gerade anlaufen. So kurz durchlaufen. Diese Quartiere sind erst seit einem neu sind erst seit ein, weiß nicht, einem halben Jahr vielleicht oder einem Jahr dazu gekommen. Hier soll weiter später eine Tür kommen, die auch aktivierbar ist. Ist derzeit nicht. Die sagen, sie ist noch nicht belüftet oder dekontaminiert. Hier kommen wir raus zum Dock, zu unserem Schiff. Also zu unserem Schiff, wenn wir eins hätten, wären wir hier keins. Das würde hier schweben. Und so sieht unsere Kapsel aus. In der verbringen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Das ist die Kapsel, die dann mit Flüssigkeit gefüllt wird, in der man liegt drin und hat dadurch durch verschiedene Interfaces eine neurale Verbindung zum Körper und kann die ganze Schiffstechnik mit den Gedanken steuern quasi. Das ist die Erklärung dahinter. Das Spiel ist von der Geschichte her sehr komplex und es gibt wirklich für alles eine Erklärung. Wie alles funktioniert, man kann das meist irgendwo im If-Wiki, es gibt wirklich ein Wikipedia quasi, ein Wikipedia-ähnliches Portal, nur für If Online, also dürfte sogar mehr zwei Stück geben. Es ist alles, man kann alles nachlesen und sogar glaube ich hier in-game irgendwo, wahrscheinlich in der Hilfe. Diese Erweiterung ist gekommen, also dieses Kapitänsquartier. Und sehr viele haben dagegen protestiert. Und dann haben sie einen Knopf, einen Button hinzugefügt, dass man zu der alten Ansicht wechseln konnte. Weil man nicht wirklich hier rumrennen möchte, sondern man möchte hier andocken, das Schiff verwalten oder sonstige Sachen machen, aber nicht rumlaufen. Und diesen Knopf findet man hier oben. Man drückt drauf und landet in der alten Ansicht, so wie es früher war. Hier schwebt unsere Kapsel, unser Minischiff. Da befinden wir uns eigentlich.
Das ist die Station. Also die ist riesig eigentlich. Ich weiß nicht, wo das Kapitänsquartier ist. Wahrscheinlich ist das hier der Zutritt. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht authentischer gemacht haben. Den Übergang zwischen den Quartieren und der Dockansicht. Oder hier. Ach, das weiß ich. Egal. Uns hat Eva... Nein, nee, Aura war das. Aura hat uns begrüßt. Und sie wird jetzt... I'm communicating to you now through the Sie wird uns Neocom. jetzt alles This interface allows erklären. you to interact with a range of services and menus. Ich werde das Let me know meiste... when you are Okay, ich ready werde to nicht das meiste continue. überspringen, sondern die Hauptpunkte nennen. Die Neulinge unter euch sollten es wirklich alles durchlesen und nichts überspringen, weil ihr werdet einfach durcheinander kommen und dann wirklich sinnlos durch den Weltraum springen, weil ihr was vergessen habt und das nur als Ergebnis, weil ihr was überlesen habt. Das wollt ihr nicht haben, es wird nerven, glaubt mir. You So, can review any of these tutorials genau, again at die any sagt time. mir, dass man mit F12, so drücke ich es gleich, mit F12 oder den Button hier in das Eve-Help kommt. Hier kann man so gesehen irgendwelche Fragen stellen, Petitions aufgeben, also an die GMs appellieren, wenn zum Beispiel irgendein Item verloren gegangen ist oder man in einem Quest feststeckt. Das ist ein wichtiger Punkt übrigens. Den sollte man auch benutzen, wenn wirklich was schief läuft und nicht einfach entnervt aufgeben. Macht später Sinn, wenn ihr 5 oder 10 oder noch mehr Millionen oder sogar Milliarden verloren habt, aufgrund von einem Fehler, den man eigentlich beheben hätte können, wenn man einen GM angesprochen hätte und der hätte es in den Logs gesehen. Manche machen das nicht. Gut. Das ist die Hilfe, die ist sehr hilfreich, ich mache sie jetzt aus. Genau, warte mal, Moment, hier waren eigentlich die ganzen Tutorials. Dum, dum, dum. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ach, okay, gut. Natürlich, ja, ich sollte natürlich auch... alles, was sie erzählt, hier, kann man noch immer alles nachlesen, komplett. Jetzt weiß ich, was sie eigentlich von mir will. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Good. The neural uplink appears to be So, funktioniert functioning. Now that you're alles original, schön but gut. take a moment to walk around your captain's Ja, quarters. wir sind I'll run a few angeblich in den last-minute im tests on your Quartier vom basic motor Captain functions und while you wir könnten stretch uns your legs. bewegen mit WASD, wie in einem normalen Spiel. Wir sind aber nicht in einem normalen Spiel und wir brauchen keine WASD-Steuerung für die Bewegung innerhalb von einem Gebäude. Es ist ein Spiel, in dem man mit Schiffen fliegt. Ich weiß nicht, was CCP uns damit sagen möchte. Ich weiß nicht, wofür dieses Gimmick da ist. Es macht keinen Sinn, nicht wirklich. Jetzt noch nicht. So, die erzählen jetzt, wie man sich bewegt innen drin. You are now being provided with a So genau, skillbook. und scrollen kann man The ability genau to ganz learn by normal und direct logisch cerebral mit einem Scrollrad. augmentation is one of a Capsuleer's most important abilities. So, hier hat Your sie brain uns has been ein modified to Skillbuch an den allow for Kopf the direct geworfen. injections of Skills skillbooks, which will sind remap your der neural wichtigste structure to Bestandteil accommodate new von EVE ideas, Online. experience and knowledge. Und zwar das ganze Wissen, die ganzen Fertigkeiten, Eigenschaften vom Charakter, die verändern sich und erweitern sich dadurch, dass man Skillbücher aufnimmt und sie erlernt. Also die werden, es wird hier erklärt, wie es funktioniert. Die werden durch ein neurales Interface in den Körper eingespeist, also das Wissen davon. Und da muss man es nur trainieren. Schön. Wir haben jetzt ein Shield Operations Buch bekommen, Skillbuch. Haben wir es schon bekommen oder nicht? Schauen wir mal. Hier sieht man, ja genau, wir haben es bekommen. Das gibt uns 5% Reduktion auf die Refresh-Rate von dem Schild. Also der Schild regeneriert sich 5% schneller. Entschuldigung.
Locate. Okay.